Oh je, das kann ja was werden. Wir sind eine Toilette. Ach ja, und das nennt sich übrigens Saints Row 3, falls man das nicht sieht, dass es der größte Klamauk auf dem Planeten ist. Und dass wir als Toilette hier gerade pulverisiert werden von komischen angreifenden Bösewichten, weil ich mich zu blöd anstelle. Und wir komischerweise dann auch noch tot sind, ne? So ganz, das ist ja nicht so nett, ne? Oh Mann, was habe ich denn falsch gemacht? Wahrscheinlich habe ich mich nicht bewegt und stand eine halbe Stunde an der gleichen Stelle und habe noch übers Einhorn nachgedacht, warum es zu töten richtig war. Weiß man nicht. Naja, hoffentlich... Ach, puh, kein Einhorn. So. Ach, guck mal, der hier ist schon mal im Weg. Mann, Leute! Wir haben hier aber überhaupt gar keine Zeit. Die sind so böse zu mir, die sind gemein zu mir, die hauen mich. Guck mal, jetzt sind wir hier fast tot, wir können uns ja verstecken, oder? Hilft das? Eher weniger, wenn ich einen Feind nicht sehe. Verstecken wir uns nochmal. Wir müssen dann auch noch diesen hier... Ach, guck mal, wir können uns sogar hinhocken. Das ist ja ganz praktisch. Dann campe ich hier gerade mal eine Runde. Dass wir wieder einigermaßen Luft bekommen, was ungefähr jetzt so der Fall ist. Okay, machen wir so einen kleinen Deckungsshooter draus. Gut. Zum Beispiel, indem wir dann mal wieder in unsere kleine Deckung abhüpfen. Also zurück. So, das wäre dann er. Zieh dich. Nein, ich kaufe nichts. Halt, aus, oder... Ach man, die Burschen sind aber auch echt flink. Ich komme da gar nicht hinterher. Erst gucken, wo ist er denn eigentlich? Dann muss ich da gleichzeitig auch noch hinzielen. Oh je, da muss ich ihn auch noch mit ordentlich Wumms, wenn möglich, erwischen. Was dann meistens gar nicht klappt. So. Hey, wir haben wieder einen erwischt. Wahnsinn. Unglaublich. Guck mal, den da hinten treffen wir aber. Ach. Ja, oder auch nicht, weil wir gleich wieder tot sind. Ach, Leute. Ist so schwer, ich kann das nicht. Ich brauche Hilfe, wir sind doch schon wieder tot, oder? Also, sehr, sehr, sehr bald. Ja, wir können ja nochmal kurz hier, genau. Das war's dann schon wieder. Ja, und bis zur nächsten Folge. Nee, das machen wir natürlich gleich nochmal. Diesmal weiß ich ja, dass wir wirklich von Deckung zu Deckung hüpfen müssen. Und vielleicht geht es ja mit... Nee, eigentlich nicht. So, pulverisiert. So. Versuch das mal ein bisschen mehr mit meiner alten Feiglingsstrategie einzugehen. Denn da bin ich, glaube ich, langfristig ein wenig erfolgreicher als im nach vorne stürmen. Da war ich noch nie so wirklich, naja, die Leuchte. So. Hier erwischt mich keiner. Haha. Außer ein Klo, was von hinten kommt. Aber das wäre ja ein ekliges Klo. Also wirklich, ne? Sowas könnte man ja auch nur einem komischen, verkorksten Spiel wie Saints Row zumuten. Aber dieser Typ, ne? Also, oder diese Typin hier. Die muss ganz schnell weg. So. Dann gibt es da hinten noch so ein Individuum. Okay, ein sich näherndes Individuum. Zwei in sich nähernde Individuen. Hier nicht noch irgendwo jemand? Ach, da hinten. So, das wäre dann das Individuum. Noch irgendwo jemand, der uns kleines Klo hier belästigen möchte. Niemand? Sehr schön. Dann können wir durch den Vordereingang hier reinrennen. Das stört bestimmt gar keinen. Ah, das stört bestimmt jemanden. Ich sehe es da schon kommen. Also zwar sehe ich noch niemanden, aber ich sehe es schon kommen, dass wir wieder Ärger bekommen. Wir bekommen doch immer Ärger. Ja, das war irgendwie abzusehen. Dass das nicht ganz ohne Feindkontakt gehen kann. Lass mich in Ruhe. Ich bin das Klo. Ich habe hier das Recht. Welches weiß ich noch nicht so ganz, aber ich habe das Recht. Das sei dir mal gesagt, du. Du Unhold, du. Du Banause, du Lausepup.
So, wieder daneben mit meiner schönen Energiekugel. Dann noch jemanden und da auch noch. Und Feinde wieder oben. Sehr schön. Ich kann mich auch noch dunkel erinnern, dass dieses ganze Level nicht ganz einfach war. Also ich stelle mich jetzt ja schon ein wenig unbeholfen, könnte man sagen, an. Ja. Oh, ach da. Gut. Erwischt. Ja, das sieht hier echt ein bisschen bunt aus. Die Landschaft ändert sich von Zeit zu Zeit oder wir sind an anderen Orten. Ich weiß das gar nicht so genau. Ja. Ja, das hat's gebracht. Guck mal. Okay, dann guck nicht, aber ja, lass dich halt hier treffen. Finsterer Lausebub. Haha, pulverisiert. So. Schade. Hätte ja klappen können, dass wir da noch kurz so ein Monster-Kill landen können. So. Mann, jetzt ist da aber mal genug hier. Genau, lauf gegen die künstliche Wand und dann. Puh. Wie viele kommen denn da noch hier von den. So. Vernichten. Be gone. Okay, the antivirus is almost taken care of. You'll need to destroy the last bit of code. Why am I a tank? Just go with it. Achso, der sind wir da. Wie steuert man denn? Ah, das ist ja ätzend hier. Oh Gott, das kriege ich ja gar nicht hin. Weil die Tasten total verdreht sind. Mit nach links, also mit hier W. Tod dem Panzer. Komm schon. Ach, das ist echt eine kleine Umgewöhnung, würde ich mal sagen. So, geradeaus mit nach oben. So, dann schluck das hier. Unhold, ich warte jetzt einfach auf dich und dann kannst du wirst schon sehen, was du davon hast. Okay, dann erwische ich dich da drüben. Bam! Vernichtet! Okay, wir haben ihn doch nicht vernichtet. Na, da ist aber echt knallhart an seiner Zerstörung vorbeigeschrammt. Bam! Vernichtet! Puh, und ich dachte, die meinen das mit Plural ernst. Zerstöre die Panzer. So, mal wieder eine Puppe. Das ist ja was ganz Neues. Gut, es geht wieder nach oben. Ach, es geht noch nicht nach oben. Wir müssen erst noch mal ein wenig. Ja, aufräumen hier drüben. Oben. Ruhe da, und da ist keiner. Dafür irgendwo. Ach nee, das sind die Strahlen, die hier in die Waffe gehen. Gut, dann einfach mal in den Himmel. Schumm! Aha, nimm das. Mätilein. Mätilein, du feiges, kleines Schwein. So. Na, komm. Fast pulverisiert. Jetzt aber. Komm, nicht so schüchtern. Komm. Jetzt zieht er sich wieder hier, ne? Sehr schön. Sehr freundlich, kooperativ, wie man sich's wünscht. Also wirklich 1A. Kann ich nichts gegen sagen. Und dann gibt's da noch jemanden. Und da oben noch so ein kleiner Handunken. Da auch noch. Guck mal, das sollten sie sein. Naja, bis auf den da halt. Noch irgendwo. Leute ohne Fahrschein und ohne gültigen Ausweis gibt's auch nichts hier. Kein Ballerspaß in der virtuellen Welt von den Deckers. Nö, nö. Warum auch immer man so eine virtuelle Welt haben sollte. Es scheint ja eine Visualisierung von deren Daten zu sein oder was weiß ich.
Aber hübsch ist ja schon, ne? Irgendwo auf Ebenen rumzulaufen und mit komischen virtuellen Ganoven abzufeiern. Uiuiui, was haben wir denn da hinten? Achso, was hatten wir da hinten? Ach, guck mal, das sind irgendwie dickere Jungs. You modeled this shit off a Nightblade? It's an allegory for man's inhumanity to man. It's a shitty vampire show. I don't expect a chuckle like you to appreciate your rights. Beschissene Vampir-Show. Anyone else feeling suicidal? So, dann sind hier auch noch ein paar. Schade, ich dachte, die könnten wir beide zugleich erwischen. Einfach nur so aus Spaß. Mir hängt ja öfter die Wand im Blickfeld rum, das schätze ich nicht so ganz. Und dass diese Typen sich so schnell bewegen, das schätze ich auch nicht. So, reicht es dir jetzt endlich mal? Nein, immer noch nicht. Jetzt? Auch nicht? Jetzt vielleicht? Immer noch nicht? Ach Typi, dann kann ich dir auch nicht helfen. Wenn du nicht willst, du musst ja auch nicht. Guck mal. Ich liefere dir schon so viele Argumente, jetzt endlich aufzugeben. Und dann, naja. Will er halt nicht. Was kann ich machen? Da kann ich machen nichts. Bam. So, das war jetzt aber echt hier. Final Kill. Debugge den Fehlerbildschirm. Nein, der Rechner ist abgestürzt. Okay, don't panic. We can work this out. Probably. Probably. You not sure? Okay, wir sollen einen Knopf drücken. Wir drücken mal den Any-Key. Den habe ich hier gerade auf meiner Windows-Tastatur vorbereitet. Da ist nämlich Steuerung Alt entfernen und der Any-Key drauf. Vier Tasten. Und was passiert? Okay, ja. Why aren't you dying? Mir ist nicht danach, um ehrlich zu sein. The Cathedral? You mean that place with the tubes that's screaming, I'm a fucking trap? Must be his direct feed into the world, while his information flows through. Yeah, that's definitely a trap. Alright, let's go get him. Super. Das erinnert mich ganz stark an DMC, also Devil May Cry, das Neue. Kameras überall, das könnte denn hier so die Kamera sein, überall irgendwelche Dämonenviecher. Ach, war das schön, nach etlichen Folgen da wieder ausbrechen zu können. Na gut. Noch ist keine Falle in Sicht. Nur ein schier unendlicher Gang, der immer länger wird oder auch nicht. Na, da sieht nach Kampfarena aus. Was hat Matty denn vorbereitet? Bestimmt ganz fairer Mann gegen Mann Kampf. Angeber. Don't you get it? I'm Gordon. That's just fine. In the real world, you're just a bitch with a keyboard. Fürwahr, fürwahr. You sure about that? Alright, just don't die until I figure out how to copy his avatar. Having trouble with your connection. Careful, the last. Okay, das tut weh. Gut, wo ist der Onkel? Der wirft uns immer mit so einem Zeugs hier ab. Was uns langfristig nicht ganz so gut bekommt. Aber dem kann man gar nicht, also es ist gar nicht so schwer, dem auszuweichen. Es sei denn natürlich, er verlangsamt unsere. Yay, wir haben ihm schon ungefähr 1% abgezogen, unglaublich. Wir sind ja die Helden vom Erdbeerfeld. Okay, wenn man die Wurme voll auflädt, dann zwirbelt das schon ein bisschen mehr rein. So, jetzt geht's aber wieder. Friss das, du Schlumpf, du. Wo ist er? So, take that. Without power, you may as well give up.
Oh, fuck! Haha, daneben! You lost! Ich will nur ein bisschen klettern. Komm, lass mich doch mal. Da kann man hier bestimmt so ein bisschen dran ziehen. Das mag er ganz gerne, der große Onkel. Wenn man das macht, dann geht da sowas ab und dann tut ihm das weh. Vernichtet. Okay, das tut uns auch weh. Warum auch nicht? You can't win when you don't know which way is up. Your controls are backwards. Careful where you're going. Versuche ihn einfach hier anzugreifen. So, und nochmal. Geht das jetzt nicht? Na, komm schon. So, achso, hier. Nee, doch nicht. War wohl eine Millisekunde zu spät. Jetzt hör endlich auf, mich anzugreifen. Ich finde das echt nicht lustig. Hörst du auf? Ich lauf mal besser ein Stückchen weg. Also wir haben ihm schon ganz schön gut zugesetzt. Da sollte eigentlich nicht mehr sehr viel fehlen. Ja. Standardattacken hier, was er da hat. Das ist ja nix. Lächerlich. Alter. Cool. Das erinnert wirklich scharf an DMC. Zap. Ach, da gibt's auch noch so ein paar. Ich war nicht gesehen, die waren so klein. Ja, Kinder. Wollt ihr heute mal ein bisschen Hauer bekommen? La la la. Oh mein, oh Mann. Oh, da höre ich irgendwas Dickes. Nee, das war nur die Kleine offenbar. Ich dachte schon, ich höre den dicken Onkel. Der uns dazusetzen will, aber nein. Weit gefehlt. Das waren die kleinen Purzelmännerchen hier. Da ist er ja schon wieder. Wären ich auch andere Attacken, außer hier. Okay. Nee, das hat uns, glaube ich, mehr zugesetzt als ihm. Dass der Bildschirm auch immer so ätzend wackeln muss. So, ich drücke hier einfach mal drauf. Mal gucken, was passiert. Wollt er uns hauen? Nö, ne? Schade, ich dachte, es würde irgendwas mit Geschwindigkeit und gleichzeitig zupieken oder so machen. Aber weit gefehlt. Nix da. Da hilft wohl nur so ein bisschen draufsemmeln. Das. Naja, sah schon mal besser aus. Achso, er ist gar nicht mehr da. Sag mal, Typi. Wie doll willst du es denn noch übertreiben? Ja, du bist ja der Böse hier. Das sehe ich ein. So. Er hat schon wieder genug. Fliegt sonst wohin. Genau, ja, halt, sehe ich auch so. Nö, heute aber nicht. Jetzt geht es erstmal wieder auf die Omme. Eieiei. So, diesmal die rechte, da so ein bisschen Schlamm catchen. Ganz miese Nummer hier. Ich glaube, der Typ kann auch ein bisschen was von seinem komischen Helm entbehren, oder? Das braucht er doch nicht alles, oder? Gehört das alles dazu? Echt? Au, das tut, glaube ich, weh. Au. Nicht, dass Matt nachher Kopfschmerzen hat. Achso, wieder rechts. Keine dritte Reinkarnation? Ist ja was ganz Neues. Oder war das schon die dritte? Ich hab das Mitzählen vergessen. Bye, Matt. I can clear your name. Prove that you didn't destroy that bridge. I'm sure Kinsey can figure it out. I literally have the world at my fingertips. It's a little vague, Matt. Gotta do better. You tell me the name of a company, and it becomes the property of the Saints. You get your empire back, and I get to walk away. Kid,
Now we're talking. Wir dürfen also wieder entscheiden. What is this? They're backdoors into company records. One door leads to a weapons manufacturer, giving you discounts on weapon upgrades. All right. And the other? An automotive parts distribution house. They'll discount work done on your cars. Pick one and I'll get you set up as a high priority client, I swear. Ja, das ist ja... Ja, entweder coole Karren oder coole Waffen. Und da ist eigentlich, auch wenn ich lieber coolere Autos hätte, sind coole Waffen-Upgrades deutlich teurer, soweit ich das gesehen habe. Insofern, ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, hier mal zuzuschlagen. Supp. Der epische Lachenpitsch. Maddie. These hands of mine were meant to rend bone, not hunt and peck on a keyboard. Well, if typing's the issue, I can recommend some good voice recognition software. I know the best. Shh. You stuck with me when I rose from Philippe's ashes like a phoenix. You and me, we've bonded. That's lovely, but I feel it's time for me to move on. To be honest, I'm a little scared of, well, dying. I do run a demanding workplace. Maddie, I appreciate how you shared your concerns. I mean, the way Viola and Kiki handled their departures made me just want to kill someone, you know? Oh, absolutely. Well, I've got a flight to catch, so... Maddie. Oh, God. Feel free to list me as a reference anytime. Ich glaube, der Kleine ist ganz schön glücklich, dass er, ne, keine Haue bekommen hat vom großen Onkel. Ja, sehr schön. Also haben wir das auch geschafft. Die Folge war jetzt ein bisschen überlang. Aber hey, das war ja auch gar nicht so einfach hier mit Rätselraten und was nicht alles. Bei den Deckers ist immer die Hölle los im WWW. Na gut. Dann haben wir noch ein bisschen Badegeld und kriegen jetzt ganz viele Waffen umsonst. Respekt gibt's natürlich auch. Hab den Cyberbuster bekommen. Gratis, ein bisschen ein Outfit. Ein Cyberpanzer. Genau, die Rabattwaffen, 25%. Rabattwaffen, tja. Na gut, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.